deppert. Sechste Länder. Jawohl, Wolfgang. Wolfgang Ertl, Modern Classics. Jetzt weiß ich ja schon alles ganz. Ja, super. Ist ja immer dasselbe. Du. Wenn bei dir einer kommt, ich gehe ja immer auf die Knie, ich rutsche mehr oder weniger auf die Knie, durch die Rob. Ja, ist das noch ein bisschen zu schwach oder was? Ja, nein, das mache ich nicht, weil das Kreuz kaputt ist, sondern weil ich so ehrfürchtig bin. Ehrfurcht ist nie verkehrt. Okay, ja. Ehrfurcht ist nie verkehrt. Und ich meine, jetzt hat man natürlich, weiß ich nicht, also der 6-Zylinder-Benelli, das ist einfach was, was glaube ich jeden, der so mit Motorradeln irgendwas getan hat und vielleicht schon ein bisschen älter ist als 6-Zylinder-Benelli, ist einfach der echte Wahnsinn. Und da steht jetzt eine ganz normal 6-Zylinder-Benelli 900 C. Ja, da mehr kannst du nicht sagen. Da warst du der Star vom Eisgeschäft, aber halt nur, wenn du gestanden bist und Gas gegeben hast. Ne? Ja. Also, aber das ist ja. 70er Jahre, oder? 80er. Ja, also der Tommaso hat ja Anfang der 70er Jahre Moto Guzzi und Benelli gekauft. Und da haben sie dann eben das Spezialdesign und alles. Und da ist das irgendwie so rausgekommen. Also ein bisschen breiterer Honda-Motor mit 6-Zylinder. Ein bisschen mehr da. Breiterer Honda-Motor? Nein, der hat ja nur 4 gehabt. Ach so, meinst du? Aber wenn du von der Seite schaust, glaubst du, aha, das habe ich ja schon wo gesehen. Ne? Ich verstehe. Also so optisch, von der Anmutung her, ist er wirklich dem 4-Zylinder von der Honda nachempfunden. Ja, oder? Also ich würde schon sagen, weil das schaut schon sehr danach aus alles. Ne? Also diese Entdücker von der... Ja. Okay, also, aber das war der erste 6-Zylinder, oder? Weil die CBX ist ja... Ja, das ist nachher gekommen, ja. Und die Carver ist auch später gekommen. Das war, glaube ich, auch die letzte, die Z1300, ja. Ja. Also das heißt, dort haben sie einfach die Italiener gedacht, wir bringen jetzt einen 6-Zylinder. Ja. Hast du irgendeine Idee, warum die das gemacht haben? Das weiß ich nicht. Aber ich frage das nächste Mal, wenn ich in Kaorle bin, da triff ich sicher irgendeinen Zeitzeugen, der das weiß. Aber wahrscheinlich einmal das selbst glaube ich, schaut es einmal her, was wir da jetzt gemacht haben. Und es ist ja wirklich leibend. Also das klingt ja unvorstellbar lässig. Und ich habe aber da nur 3 Vergaser, das sind so Doppelvergaser. Aber so ja, Vergaser, die 2 ja, immer 2 auf einen, das ist eh gescheit. Es gibt ja dann auch welche, die haben 6 einzelne Vergaser und es hat ja das als 57er auch gegeben, nur mit einer 6 in 6, das macht überhaupt einen Wind. Und es hat dann Umbausätze gegeben mit, naja, aber da bist du mit Synchronisieren nicht fertig. Wenn du drüben bist, kannst du schon wieder umrennen und da beim ersten anfangen, bis das irgendwann einmal rennt. Nicht? Und das hat halt natürlich auf der Straße wenig Qualität, wenn das so daherhupft. Du, bevor wir dort ins Detail gehen, kannst du dich kurz anstarten? Ja, sicher. Wie klingt das jetzt? Na lässig, pass auf. Tust du wieder mit dem Hosel hinten die hinstellen, das flattert? Stinken tut's auch, oder? Ja, herrlich! Es ist halt eine magere Leistungsausbeut, weil das hat, die Italiener behaupten, es hat 80 PS, wenn du damit fährst, glaube ich, das eh nicht. Aber es ist an sich nur zum Prominieren und vor ein Eisgeschäft ist der Gasstoß anzusetzen und dann ist alles gut. Der Klang ist schon. Ja, nein, der Klang ist mächtig, ja. Du, ich kenne jetzt nur diese modernen 6-Zylinder von BMW, mit denen bin ich gefahren relativ viel, die haben halt eine unfassbare Laufruhe. Ja. Und ich nehme an, so ein Motor wie da, der wird schon sehr laufruhig sein. Also, weil vom Klang her ist es eher ein Powerbilder Geselle. Naja, der muss warm sein und das muss auf alle Zylinder rennen. Also, das muss schon alles passen dann. Ne? Und dann rennt er schon ruhig, ja. Und ist so seidenweich. Ja, aber es tritt auch seidenweich an. Also, jetzt raucht das Hinterrad und du musst schauen, dass du auf der Straße bleibst. Das ist nicht. Was auch gut ist, weil die Bremsen ist eher auch mistig. Ne? Also, stehen bleiben würde es auch nicht besonders. Ja, das ist eh wahr, gell? Wenn das diese heutigen Bremsen gewohnt ist und du schaust auch das an, dann ist schon, gut. Ja, also, drauf sind welche, ne? Ja. Ja, Doppelscheiben, aber das ist ernst, oder? Ja, die haben es ernst gemeint. Du, und was natürlich auch, da muss man nicht reden, da braucht man nur hinschauen, diese beiden Stereo-Federbeine, na Alter, das hast du heute, wenn du sowas drinnen hast in einem Roller, denkst du, Alter, na, das ist aber nichts. Ja, aber damals war ja das was. Das da? Ja. Naja, also Geschmacks. Also, ich habe das gern, da kann man schön die Federn putzen und das Grund tut schön leuchten und alles ist gut. Ja.
Bei einem Roller siehst du es ja nicht einmal. Ja, nicht. Aber war das jetzt ironisch oder tust du wirklich gern die Federn putzen? Ich schon, du putzt ja nicht gern. Ja, die Federn, das ist ja Wahnsinn, wie machst du das? Nur mit einem Fetzerl so. Wirklich? Ja, ich tue gern putzen. Schlecht, das ist ein Wahnsinn. Na gut, es muss ein bisschen einen Unterschied geben, ja. Aber du hast ja auch 6-Zylinder Benelli und ich nicht. Siehst du das? Wenn du putzt, ist das auch eine. Ja, du, das klassische Design von den Uhren. Ja, ja das war erstaunlich. Das hat alles gleich ausgeschaut. Hat bei der Guzzi so ausgeschaut, hat bei der Benelli auch so ausgeschaut. Du, kann man zu dieser Benelli 900C, wenn ich dich jetzt frage, wie fährt das? Was würdest du, wie kannst du das beschreiben? Für den Fahrer unaufgeregt, für die, die es sehen, die wundern sich schon. Weil es macht ja nur von vorne den Wind, weil es so breit ist. Nicht? Von der Seite da denkt sich, ah, okay, schaut aus wie ein roter Flipper. Nicht? Aber ja, das ist Geschmackssache. Für mich ist es ja eigentlich irgendwie normal, nicht? Weil ich bin ja mit den Zeugs mehr oder weniger groß geworden und du auch, weil wir sind ja gleich alt. Ja, aber die hast du nicht oft gesehen, oder? Na, oft gesehen hast du das nicht, aber wenn du dann nicht gesehen hast, war es klar, was ist, weil da haben wir die Prospekte auswendig kennen, das haben wir nur alles vergessen mittlerweile. Ja. Und, hast du in der Jugend, wollte ich jetzt sagen, hast du sowas gesehen? Auf der Straße? Nein, also nie, das habe ich, ich glaube, das erste Mal, wie alt war ich, da war ich bestimmt schon 25 oder irgend sowas, ist zufällig war eine vorbeigefahren. Es hat ja, das Benelli-Zeug ist ja ganz zum Schluss, glaube ich, dann sogar von Moto Pecan verkauft worden in Deutschland, weil in Österreich hat er das überhaupt keinen interessiert. Also es hat ja noch schlimmere Dinge gegeben als diese 6-Zylinder, aber darauf kommen wir zurück. Ja, du, wie machen wir das jetzt? Ich fühle mir mal. Nein, diese Armaturen lassen wir. Wir kommen jetzt zurück auf das ganz Orge, was da stehen hast. Ja. Da noch ein Benelli stehen, ein 250er Vierzylinder. Die, glaube ich, schauen wir uns jetzt an. Diese 6-Zylinder Benelli, wenn sie mehr wissen wollen. Ja, dann sollen sie halt Fragen stellen. Ja, genau. Und ich habe mich jetzt mit dir über die Häuser. Ne? Ja. So? Ich werde dir einmal einrichten. Ja. Das ist ja viel leichter. Dann richte ich mich aus, quasi. Ja, 117 Kilo, ich bin mit dem Helm schwerer. Das wirkt aber jetzt, wie wenn es 300 Kilo hätte. Ja, ja. Das ist aber an der Technik gegeben. Also an meiner. Da gibt es ja auch wieder eine lustige Geschichte dazu, aber wir schauen einmal, ob wir gut dastehen. Ja. Schauen wir gut aus. Ich kann es sogar ein bisschen reinfokussieren diesmal. Können wir es lösen? Ist eh blöd, weil. Bei der anderen ist umgestanden C für 6. Ja. Kennen wir wahnsinnig gut aus. Na gut, wir sind ja italienisch quasi mehr oder weniger. Quattro haben wir zuerst auch Audi. Nein. Da habe ich nachgeschaut, ist 4, ja. Und ich meine, ein 250er Vierzylinder. Der Motor, also wenn ich es jetzt anschaue, ich weiß, es ist vielleicht pietätslos, aber das ist ein Motörchen. Ist ein Motörchen, ja. Es hat ja nicht einmal 250 Kubik, es hat glaube ich nur 236 oder irgend sowas. Und die Krümmer sind so dick wie meine Daumen. Halt einmal hin. Ja. Na, da ist nicht viel um. Ja, wirklich wahr. Mit Wurstfinger geht sich das aus, ne? Also das ist eigentlich was ganz. Na, das, eigentlich das Design mit diesen Armaturen da drin, das habe ich ja immer schon haben müssen, sowas, aber das ganz am Anfang, wie es mich interessiert hat, was ich so Ende 80er, Anfang 90er habe, hätte es in Italien noch welche gegeben, waren aber eigentlich damals schon teuer, da haben 25.000, 30.000 Schilling gekostet, mit dem Igel in den Sack war das nicht zum Kaufen. Ne? So, dann habe ich wieder 10 Jahre zu lang gewartet, dann hat es auf einmal keine mehr gegeben und dann. Igel im Sack? Na, nicht reingreifen. Ne? Das ist ein Traum. Hast du keinen Igel im Sack? Weil du nichts ausgeben willst, oder was? Weil nichts drin ist, weil es weh tut, wenn du eine greifst. Ne? Das ist ein Traum. Ich danke dir. Der Igel im Sack, das merke ich mir nicht, weil ist eh dauernd bei mir. Der Igel hast du einen? Ja. Das ist super. Und dann so, und jetzt ist mir das dann wieder eingefallen. Und zufälligerweise war die Will haben drinnen und noch viel zufälliger. Ja. Eine zweite auch noch, die hat nachher 254 Kassen, da hat sie aber so eine kleine Scheibenfuhren drauf und so ein 80er-Jahr Strahler 70 Dekor. Also das ist eigentlich die lässige, die 250er Quattro. Die hat es auch von Moto Guzzi gegeben, ist aber nur Moto Guzzi drauf gestanden, weil es hat im gleichen gehört, das war eben alles unter Tommaso Hand damals. Und Ante Guzzi hat einen Reihenvierer gehabt, oder was?
Genau das Gleiche, es ist nur statt Benelli Moto Guzzi drauf gestanden. Okay. Ja, ja. Na, das hat ja zusammengehört, Benelli und Moto Guzzi damals. Ja, aber Tommaso, jetzt muss ich nachfragen, ich muss mich da leider outen. Ich kenne nur den De Tommaso. Ja, ja, das ist der. Ja. Bist deppert. Und der hat das alles zusammengekauft, oder was? Der hat damals Guzzi und Benelli übernommen. Ich glaube 72, 73, 4, irgend sowas, Anfang der 70er, ja. Und okay. dann war eben dieses, ich weiß nicht, der Designer, der hat einen ziemlich merkwürdigen Namen, das habe ich mir nicht gemerkt. Der Cantilever war es nicht. Irgendwas mit einem Illy hinten dran. Aber ich weiß es nicht, aber das ich kann man in Wikipedia noch schauen. Ich weiß es nicht. Ist egal. Du, aber Sitzbank und da dieser Verlauf, dass quasi dann zu dritt fahren kannst, da kann sich auch noch einer hinsitzen fahren, was der, wenn du zu dritt bist, ein Vierzylinder packt er das, oder? Ja. Das ist sicher 20 PS, oder? Ja, es geht das wieder los. 29 PS. Okay. Ich sag's nur. Das ist ja alles sehr leibend. Da kannst du ja. Warte, das fühl mich. Ja, ja, ja. Ich komm mit der Kamera her. Ich kriege ja nicht mehr eine. So. Okay. Warte. Ja, ich bleib da. Da komm ich hin, weil das muss man sich anschauen. So, kurz Seekrank, pass auf. Aber das ist echt ein Wahnsinn. Also da, das ist ja designmäßig, das ist unschlagbar, das zeigst du mit denen da drinnen. Und es ist ja so, wenn du das aufmachen möchtest, da wohnt der Tank drinnen und der Hauptbremszylinder. Wenn du nämlich glaubst, dass die Sechszylinder nicht stehen bleibt, bist du mit denen noch nicht gefahren. Mechanisch da mit einem Seilzug, da unten ist irgendwo umgekommen und da ist, das tut überhaupt nichts. Also wer sich sowas ausdenkt, man weiß es nicht. Aber ist ja wurscht, das schaut leibend aus. Und jetzt kommt es, jetzt starten wir das an. Und ich muss mich konzentrieren. Da ist alles klar, nämlich auch die Benzinhähne. Zwei Benzinhähne? Ja. Für einen 5-Liter-Tank. Warte, jetzt muss ich da mit meinem Wasserkopf vorbei an dir. Ja, bist du deppert, da ist formatfühlend drinnen. Aber eine Frechheit. Alter, du hast ja wahnsinnig leibende Haare. Ja, und am Kopf habe ich es auch noch, da gehören sie auch hin. Jetzt rennt es natürlich nicht auf alle vier die Dosen. So, aber der Sound jetzt, ist ja mörderlich. Ja, es war aber glaube ich ein Dreizylinder-Sound. Eins, zwei. Stinken tut das. Ja, aber jetzt spielt der da nicht mit. Vielleicht kriegen wir dazu, dass er mit uns redet. Einer hat nicht gezündet, oder was? Ja, offen. Hat sich gedacht, für die zwei Norden. Ja, das reichen drei, ja. Jetzt habe ich aber einen Kerzenstecker gleich in der Hand. Das schaut jetzt natürlich alles total professionell aus. Aber wir tun jetzt so, wie es wenn das absichtlich wäre. So. Warte, sag mir das noch, was du hast. Achso, du Der spielt schon, der noch nicht. Aber jetzt. Jetzt wird's was. So. Jetzt spricht es mit uns. Ja, das ist optimal, Leiband. Ja, mit dem scheiß Benzin, das, die kleinen Vergaser, das steht 10 Sekunden. Stinkt? Fein tut's auch. Ja, Weltklasse. Ja. Aber ich finde jetzt, dass der Sound, das ist mörderisch. Das für zwei, ja, ist ein 250er. Ein 250er, ja. Also ein 236 eigentlich, ja. Aber ich glaube, das war einfach ein 250er Emblem zu machen. Das ist ja Wahnsinn. Du, was ich mich auch erinnern kann, wirklich erinnern kann, das ist in die 70er Jahre diese ersten Gussfelgen, die es da gegeben hat. Ja. Das schaut aus wie die Gussfelgen von der Zündab. Ja. Weil das war damals was Tolles, so Gussfelgen. Heutzutage freut man sich ja, wenn man irgendeine hat mit Speichenfelgen. Aber so haben die ausgeschaut, gell? Das kommt auch den Nichtputzer entgegen, nicht? Weil da tut er nur mit der Gießkanne drüber und mit der Klobüschel ein bisschen durch. Was mir noch einfällt, das habe ich jetzt leider nicht gefunden, sieht man das drüben eh auch.
Das sind Federbänder, ja. Ausgleichsbehälter. Das hat die SIMP, die 900er 6-Zylinder netto. Das ist ein Zubehör, die hat normal auch so verchromte drauf. Nur das war meistens das Problem, dass in die 80er auf der Tankstelle zuerst Raffenluft und dann da drei Bar reinblasen haben, das vertragt aber nur ein halbes oder irgendwas, dann sind die alle hin. Also die halten schon noch ein bisschen, das muss mit der Radlpumpe machen. Die halten zwar die Luft, die Manometer gängen leider nicht mehr, aber ausschauen tun sie natürlich schon mächtig. Ja. Sind genauso groß wie die Dämpfer fast. Was mir auffällt, die 900er 6-Zylinder, ja. Das uredle Gerät schlechthin, die hat das gleiche Rücklicht wie, die, ja. wie diese 250. Ja, die Blinker sind auch die gleichen, tut sonst aus Chrom und aus sonst schwarz. Ja, das ist einfach das Baukastenprinzip. Ja. Da kann man sparen. Ja. Okay. Du, Wolfgang, ich danke dir sehr. Ja. Das hat mir echt taugt. Fährst du mit der? Ja. Wie ist das? Das ist leiwand. Wirklich? Ja. Also das Geräusch ist leiwand, man aufregend geht. Man tut ja dann irgendwie schon weh, weil da ist ja der rote Bereich fängt bei 12 an. Bei 8 möchtest du eigentlich schon im nächsten Gang drinnen haben. Aber das steht bis 12 dran. Angeblich geht es 150, aber das tue ich jetzt nicht mehr an. Es ist aber schon ganz eine lässige Sache. Du, aber das da, das schaut wirklich irrsinnig unbequem aus. Ist es auch. Ist es? Ja. Und ich meine, die Mopeten, wie gesagt, also wenn ich es jetzt einfach so vergleiche, die ist wahrscheinlich leichter als du, oder? Ja. Gut, sagst du das halt. Nein, ja, ist es nein, so. Mit Helm und so. Es hat 117 Kilo Eigengewicht. Ja, ich habe ein bisschen mehr als 100. Also gut, ich habe 110 Kilo. Wenn ich jetzt nur Schuhe, Jacken, Helm auf habe, sind wir ungefähr gleich schwer. Nicht? Ja. Und das ist jetzt kommt Schirm, der Haberl und macht einen Lärm. Zum Schirm und Rangieren ist das super. Super ist das, ja. Aber zum Fahren wird es eigenartig sein, oder? Nein, gar nicht. Nein. Naja, es fährt wie ein Derby-Sender. Mit Geräusch, ne? Ja, Wolfgang, jetzt hoch dich einmal bitte auf, damit man das sehen. Na, Sie haben die Frage, ob man das Moped noch sieht. Ja. Und liebe Kinder, wenn ihr auf dem Motorrad sitzt, vom Hauptständer runtergeben, sonst ist er verbogen. Warte, ich hab so. Jeden drauf, gell? Ich so. Schau nur, ob du nicht aus dem Bild rausgerutscht bist, weil das ist natürlich... Warte, ich tu mich ganz vorn hin. Nein, es geht sich aus. Pass auf. Das geht super. Ja, was ist das? Machen wir mit Geräusch, oder was? Oder erst, wenn ich oben bin. Ja. Naja, du musst trotzdem ein bisschen vieren. Na, ist schon recht. Jetzt sitze ich aber schon am Tank. Na, Alter. Na gut. Dann schaut das jetzt mal das. Aber das, was wirklich super ist, glaube ich, wenn man hinter dir sitzt, hat er recht im Wind geschaut. Ist schon recht. Du hast fast einen zweiten Kaffee gehabt, aber das kennt jetzt natürlich nicht sein. Also, Achtung. Da ist er schon. Ja, ist das neue Sorgsturm. Wenn du jetzt wegfahren willst, geht ja echte Angst. Ja, vor allem wäre ich in die Katana reingefahren. Nicht? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Du. Ja. Aber das war jetzt eigentlich. Aber habt ihr gesehen, wie das aus den Dämpfer raushüpft? Und der ist, glaube ich, auch nicht ganz hohl innen. Das ist ja. Das ist wahnsinnig uncool. Aber gut. Ich schau mal. Ja. Wolfgang, wir haben das jetzt alle im Griff gehabt. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich, dass ich mir das anschauen habe dürfen, dass ich von dir diese wahnsinnig tollen Ausführungen gegeben habe. Jetzt schaut aber ein zweiter Espresso aus wie nichts. Das machen wir, gell? Ja, das machen und wir. Und ich werde einfach in nächster Zeit wieder mal kommen, weil du hast so unfassbare Schätze da stehen. Und ich meine, die Wortspenden sind auch Wahnsinn. Bitte schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Und vielleicht auch erwähnen, dass das top geputzt alles ist da. Ja, das kann man ja. Erwähnen, gell? Ja. Ja. Ja, man sieht es ja nicht ganz so genau, weil die da abschaut, die sind. Ja. Ja. Gut. Du, und na, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, genau. Alles und wenn ihr was wissen wollt, unten reinschreiben. Und, na, vielleicht jetzt noch abschließend, jetzt hast du schon geglaubt, dass du Kaffee trinken. Ja, ich glaube. Ich muss ja. Aber noch was wissen. Ja, sag. Und zwar, wenn ich jetzt habe, diese 6-Zylinder Benelli und die 4-Zylinder Benelli, ja. Die stehen jetzt beide da bei ja. Dir. Ja. Wo schlägt das Herz für mich? Gibt es irgendeine, die bevorzugst? Die weil ich ja kleine Sachen gern habe. Ja. Und vor allem hinter dem bin ich wirklich sehr, sehr lange her gewesen. Und jetzt kommt jetzt noch die Geschichte, das ist leider so. Meine erste MV Agusta, die ich eingetäuschelt habe, da habe ich noch bei den Eltern zu Hause gewohnt. Da habe ich den vis-à-vis-Nachbarn einen BMW abgekauft. Warum auch immer, weil es billig war wahrscheinlich. Und habe dann in Oberösterreich das gegen einen 175er Supersport getauscht. Und von denen habe ich die auch, der ist leider gestorben und die Witwe hat die Motorrad verkauft und das habe ich dann zufällig gesehen. Und der hat Buckmeier aus Buckingkassen, das merkst du dein ganzes Leben lang nicht.
Und darum ist die jetzt eigentlich da und darum habe ich sie noch viel lieber, nicht? Weil sie eigentlich ja quasi aus der Motorradfamilie stammt. Nicht? Verstehe. Und das, ja, ich habe es glaube ich jetzt 2 Monate. Okay. Plus, minus. Und ja, 150 Kilometer bin ich gefahren damit und sie hat mich noch nicht enttäuscht. Also nicht auf einmal insgesamt. Ja, ja, ist klar. Und die 150 Kilometer bist du natürlich auf 3 Zylinder gefahren. Nein, da habe ich 4 gehabt. Ich war jetzt nur geschockt, weil du so garstig bist. Wolfgang, ganz groß. Ciao, ciao. Alter, danke dir. Also ein Traum. Wirklich ein Traum. So, das machen wir noch. Abschließen, dann schwenkt, damit wir wissen, was es da vielleicht sonst Neues erwartet. Dann hau ich mich über die Häuser und drücke am Knopf. So, die Beule. Schon wieder die Beule. Da sind wir bei einem ganz alten Waffen. Das ist wirklich ein Mistkübel. Ja.